Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einem weiteren ersten Eindruck. Heute mal zur Bewertung des 16 Tilts in der Gruppe E. Ja Leute, die neue Bewertung ist draußen und es ist tatsächlich auch eine Bewertung, die mich ziemlich interessiert, weil ich, muss ich ehrlich sagen, ich fand die Woche eigentlich ziemlich nice. Also keine Ahnung. Ich muss sagen, Soap Boys habe ich mir mehrmals gegeben. Scheide, sehr, sehr cooler Song auf jeden Fall auf musikalischer Ebene. Nirvana Seeker, sehr, sehr cooles Konzept. Govir war wahrscheinlich der Schwächste, aber fand ich eigentlich auch nicht schwach so an sich. Gopnik war auch stark. Also es war wirklich eine starke Woche. Und ich bin sehr gespannt, wer hier weiterkommt. Außerdem, was man noch dazu sagen muss, ich glaube, ich war selten so krass müde während einer Aufnahme wie jetzt gerade. Das liegt nämlich daran, dass heute um 8 Uhr morgens unser kleines Kätzchen hier ankam. Es ist ultra fucking süß, deswegen blende ich euch ein Video ein. Hallo. Hallo, Baby. Ja. Ja, fein. Wenn es für die Katze kein Like gibt, dann weiß ich auch nicht, also komm schon. Ich grüße außerdem noch schnell den Christopher2502, Gönnermin, Philipp, Lars Gradl und Adidas. Die haben sich nämlich den Stufe 4 Sub gegönnt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Grüße gehen auf jeden Fall raus, Ehrenmänner, wie sie im Buche stehen. Kommen wir zur Bewertung. Ich bin gespannt. Ich hab heute was geht ab hier, ihr jämmerlichen Schwachköpfe? Es ist Cypher. Oh, ihr jämmerlichen Schwachköpfe. Es geht langsam wieder in Richtung Julians Blog, ne? Ein bisschen mehr. Also jämmerlich ist ein Wort, was ich lange nicht mehr aus Julians Mund gehört habe. Ne, jetzt aber mal for real. Es kam ein bisschen smoother, ja, als sonst. Was geht ab? Scheiße, hier ist eine Fruchtfliege, ey. Fuck. Ich hab hier jämmerlichen Schwachköpfe. Es ist Cypher Samstag. Meine Brusthaare sind on fleek und wir sind bei Gruppe E. Gut, dass er das mit den Brusthaaren nochmal ganz kurz gesagt hat, so. Weil ich muss halt ehrlich auch sagen, ich habe mich vor dem Video gefragt, sind Julians Brusthaare on fleek oder nicht? Und ich finde es sehr schön, dass er hier ein bisschen Fanservice betreibt und halt auch einfach die wichtigen Fragen beantwortet. Das ist Govir, ne? Sie haben kein Argument. Aber auch wieder komplett underrated. Ich würde halt auch sagen, dass Govir das Schlusslicht war, aber komm schon. Da war jetzt wirklich nicht so schlecht, dass man ihm ein Dislike oder sowas reindrücken musste. Also da gab es wieder ein paar unnötige Bewertungen, finde ich. Ich hab Whisky im Glas, mein Kopf ist Karussell. Auf Platz 4 haben wir Govir und das ist nicht sonderlich überraschend. Schon in der Quali-Phase wurde Govir nicht besonders gut angenommen. Warum auch immer. Govir hat das beste Gimmick diese Woche. Mich hat er auf jeden Fall hops genommen, weil das Video genauso anfängt wie bei seiner Quali, was natürlich in der Corona-Cypher nicht schlimm wäre. Das stimmt halt wirklich, ne? Also man denkt halt wirklich erstmal, es ist einfach wieder so ein kleiner One-Taker im Hochformat. Sehr schön, alle lieben nämlich das Hochformat. Und dann kam das auf einmal. Also er hat die Leute schon ein bisschen hops genommen, ne? Aber dann kommt der Switch ins richtige Video und der, ich nenne das jetzt mal Prank, geht voll auf. Was den Rest angeht, so bringt Govir hier ein stimmiges Gesamtpaket, ein angenehmes Soundbild, einen stabilen Flow und eine melodische Hook. Das ist alles gut, aber nicht am besten diese Woche. Was er aber am besten macht, ist Sommervibes rüberbringen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das wirklich Absicht gewesen ist, denn inhaltlich soll das, glaube ich, Gangster-Rap sein. Aber mit dem Sound hat das für mich nichts mit Gangster-Rap zu tun und es kommt alles eher locker flockig rüber. Ja, also würde ich auch sagen, der Sound geht definitiv mehr in Richtung Sommer als in Richtung krasser Gangster-Rap jetzt. Bitte bin ich nur ein Tagträumer. Drogenübergabe in den Parkhäusern. Drogenübergabe in Parkhäusern kann ich ihm nicht wirklich abkaufen mit gute Laune Sommervibes. Übergibt er Drogen in Parkhäusern, machen das seine Kumpel, finden Drogenübergaben in Parkhäusern statt und er weiß nur, dass es sowas gibt. Will er Image-Rapper sein? Will er real sein? Das ist mir persönlich alles ein bisschen zu oberflächlich, um es ernst nehmen zu können. Rein vom Sound her ist aber alles auf einem stabilen Level. Schade. Wirklich sehr, sehr schade, dass Soap Boys auf Platz 3 ist, muss ich halt wirklich sagen. Also, ich gönn's Gopnik und Nirvana Seekers absolut, aber ich muss wirklich sagen, Soap Boys hat's mir mit dem Track diese Woche am meisten angetan. Ich habe mir den mit Abstand am öftesten gegeben und ich hätte mir den Track auch gekauft, wenn es die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Da gab es nämlich einfach leider diese Woche das Problem, dass seine Runde nur auf iTunes oder vielleicht auch nirgendwo zu kaufen war. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwie was von iTunes gehört. Aber auf den ganzen anderen Stores wie Amazon und Google Play und keine Ahnung was, gab's einfach nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie Julian das gelöst hat. Finde ich schade, wirklich. Keine Ahnung. Meine Scheine. Ich hätte mir tatsächlich noch eine Runde von ihm gewünscht nach dieser Runde. Kaufst du mir ein Schloss, damit ich Platz für meine Beine hab. Sie setzt sich auf mein Schoß, alles was sie trinkt ist Feigenblatt. Und sie weiß ganz genau, dass sie die allerschönste Scheide hat.
Auf Platz 3 haben wir die Soap Boys oder den Soap Boy, der anscheinend schizophren ist und zwei oder mehr Persönlichkeiten in sich trägt, weil er so... Nein, also wie ich das verstanden habe, hat Julian irgendwie, also kann auch sein, dass es Bullshit jetzt ist, ich habe das gehört halt. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Julian irgendwie falsch verstanden hat, dass es nicht der Name ist, also Soap Boys, der Name ist irgendwie Stenzel Washington oder Stanzel Washington. Und Soap Boys hieß, glaube ich, irgendwie die Gruppe von denen. So habe ich es irgendwie mitbekommen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das würde Sinn ergeben, immerhin. Ne? Ähnlichkeiten in sich trägt, weil er sowohl der Artist am Mikrofon ist, als auch der, der anscheinend den Beat gemacht hat. Und er hat ein Lied über die schönste Scheide gemacht. Das ist natürlich bei den ganzen Pussy-Modellen, die so rumlaufen, sehr subjektiv. Leider konnten keine Download-Likes generiert werden, weil das Thumbnail nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen ist. Ich kann nur nochmal explizit darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist, ein qualitativ hochwertiges Thumbnail einzureichen, um dieses Problem zu umgehen. Der Soapboy hat definitiv das beste Thema diese Woche. Auf dieser Softie-Plattform... Ja, warte mal, aber... Bleibt das jetzt auch einfach so? Also er kriegt auch keinen Bonus dafür, so, dafür, dass man die Runde halt nicht kaufen konnte. Klar, das Thumbnail war halt scheiße und man konnte es deswegen nicht einreichen, aber kriegt er jetzt nicht mal irgendwie noch einen Prozentsatz dazu oder sowas, dafür, dass man sich seine Runde nicht kaufen konnte? Weil ich kann euch mal ganz kurz was zeigen, das habe ich auch schon bei Amazon gesehen. Wenn man hier Soap Boys sucht, dann kommt auch sofort hier Soap Boys Scheide. Also es haben mehrere Leute auf jeden Fall gesucht, weil sie den Track unterstützen wollten. Und, ja, schwierig. Mal sehen, wie viel Downloads die anderen beiden Künstler jetzt noch haben, so, aber... Vom hier kann ich das jetzt leider nicht wirklich vertiefen, warum das so ist, weil das sonst zu hart werden könnte, wenn ihr darin eingeführt werden würdet, was ich von diesem Thema halte. Der Soapboy hat diese Woche außerdem den chilligsten Vibe und er hat die beste Kawasaki. Finde ich aber wirklich sehr schade, dass die Download-Likes jetzt gar nicht mehr dazukommen. So klar, irgendwo ist er ja auch selber schuld, weil Julian ja auch mehrmals gesagt hat, man soll ein vernünftiges Thumbnail einreichen. Aber dass man ihm jetzt gar nichts dazu gibt und einfach gesagt wird, ja, null Downloads halt, weil es nicht möglich war. Und alle anderen bekommen ganz normal Downloads. Und er hat halt nicht die Möglichkeit, Download-Likes zu generieren. Finde ich ein bisschen schwierig. Okay. Warum gibt es keine Yelp-Kritiken für Menschen, die gerne Menschenfleisch verzehren? Dabei bin ich doch schon schnell zufrieden. Nur etwas Niere auf meinem Teller hätte ich gern. Nur ein Stück von deinem Bein. So schlimm kann's nicht sein. Auf Platz 2 sind die Nirvana Seekers. Auf jeden Fall so vom Konzept her die hochwertigste und beste Runde diese Woche. Diesmal geht es um den Verzehr von Menschenfleisch. Und der Kontrast aus Sound und Inhalt wie in der Qualifikation wird konsequent fortgesetzt. Gerade der... Ah, komm, jetzt reicht's aber langsam hier mit den Fort-Jokes, Mensch. Der erste Part ist inhaltlich besonders stark. Ich hab Rechte wie ihr alle, ey, ihr macht das Ganze nur, um euch besser zu fühlen. Die ganze Sache ist nicht cool. Die Diskriminierung von Kannibalen ist nämlich ein echtes Problem. Wer kennt das nicht? Man amputiert irgendwem das Bein, würzt es mit etwas Salz und Pfeffer, kaut genüsslich drauf rum und alle rasten komplett aus, als wäre das in irgendeiner Form unnormal. Finde ich halt auch. Finde ich auch tatsächlich einfach sehr schön, dass er mal so ein bisschen gesellschaftskritisch, also dass die drei generell so ein bisschen gesellschaftskritisch drangegangen sind, so, weil das kann es halt echt nicht sein. Wir leben im 21. Jahrhundert und Leute werden immer noch blöd angeguckt, wenn die Menschenfleisch fressen. Also bitte. Absolut nicht nachvollziehbar. Die Nirvana Seekers setzen hier ein deutliches Zeichen. Wir merken uns ganz kurz, Soap Boys hatten zusammen 10.000 Bewertungen, ne? 10.000, ja okay, da hätten, also sie hätten so oder so auf jeden Fall einige Downloads gebraucht. Es wäre so oder so schwer geworden, aber ich finde es trotzdem irgendwie schwierig, dass Julian einfach wirklich dann auch null Downloads gewertet hat, so, ne? Weil es war halt einfach nicht möglich, obwohl offensichtlich einige Leute die Runde kaufen wollten. Das ist halt wirklich schade. Gegen Diskriminierung und dafür gibt es 10%. Außerdem haben die Nirvana Seekers diese Woche das beste Konzept, auch wenn es nicht mehr ganz so fresh ist wie bei der Quali. 10% für den geistesgestörtesten Humor diese Woche, 10% für den besten Spit, hole ich mir die Nieren zum Dinieren und 10% dafür, dass sie sich für den Tierschutz ist mir gar nicht aufgefallen, glaube ich. Einsetzen und stattdessen Menschenfleisch essen. Ja, okay, gut, also Soap Boys wäre wahrscheinlich eh nicht dran gekommen. Soap Boys hätte dann wahrscheinlich noch irgendwie über 100 Downloads gebraucht, weil die hatten ja einen Endstand von 13.000, ne? Also ja, okay.
Da hätte man wahrscheinlich eh nichts mehr machen können. Ich weiß nicht, ich hätte es aber auch genauso schade gefunden, wenn Nirvana Seekers jetzt nicht drin gewesen wären, so, ne? Also weitergekommen wären, weil. Es waren einfach drei Leute in dieser Woche, die ich weit haben wollte, okay? Lebenslauf abgefuckt, Szene taub, Dasch genackt, Seelenhaupt angespannt, jeder auf Sprachgesang. Was mich prägt, blattern Leid, Schmerz und Hass. Fick dein Gelaber, ich red nicht, ich mach. Gopnik ist diese Woche auf Platz 1 und er ist das Beste, was Deutschrap diese Woche passiert ist. Kompletter Abriss, bestes Gesamtpaket, bester Flow, bester Beat, bester Moonwalk, bestes Video, beste Hook, bester Style. Komplette Nassrasur, was Gopnik hier abgeliefert hat. Okay, der sollte krass. Auch... Krass, okay, ich hätte nicht gedacht, dass Julian jetzt so krass überzeugt von dem ist, ne? Das nimmt ja hier absolute Sensory-Züge an, so wie er bewertet hat, Alter, krass, okay. Aber man muss halt auch wirklich sagen, Gopnik hat einfach ein krasses Video abgeliefert, generell rap-technisch abgeliefert, flow-mäßig abgeliefert, line-technisch abgeliefert, er hat abgeliefert. Hat. Der sollte auch nach diesem Turnier noch einiges reißen und nach dieser schlachtschiffartigen Runde stehen seine Chancen gar nicht mal so schlecht für einen Turniersieg. Ja. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen, ne, wir sind noch im 16. Aber ich weiß natürlich, was Julian meint, also es war schon eine exorbitante Steigerung zu seiner Quali. Das stimmt. Das ist krasse Mucke, aber ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, wie sich krasse Mucke anhört, nach dieser ganzen Sinnflut aus Scheiße die letzten Jahre. Ist tatsächlich ein ziemlich guter Punkt. Ja. Hier nochmal alles auf einen Blick. Gleich um 18 Uhr kommen Avuset und Maney, Mechas und Brockstar, Flow und Detox Vengeance. Geile Woche, Alter. Geile Woche. Leute, diese Woche gönnen wir uns um 21 Uhr wieder im Livestream. Habe ich heute noch gar nicht erwähnt, ne? Ach, egal, habe ich bestimmt ins Video editiert, wie ich mich kenne. Freunde, das war die Bewertung. Sieht schon mal interessant aus auf jeden Fall. Also das werden wir uns definitiv heute um 21 Uhr dann im Livestream gönnen. Wie ist eure Meinung dazu? Seid ihr zufrieden damit, wer weiterkam? Und was denkt ihr, wie diese Runden werden? Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.